Sie suchten Männer bei der Feuerwehr. Guten Tag, Marshall. Haben Sie nicht vielleicht einen Job für mich? Als Feuerwehrmann oder als Deputy? Tut mir leid, Junge. Ich habe da drin schon einen Deputy. Ich brauche keinen mehr. Du bist verhaftet. Ich habe einen von ihnen erwischt. So, Wirschkel. Warte nur. Los, Männer, schnappt euch den Kerl da. Ich will mit ihm reden.
Das wird ihm nichts nützen. Ich krieg dich schon. Kümmert euch um den da. Alles in Ordnung, Junge? Ja, geht schon. Sieht so aus, als hätten Sie mich erwischt, Marshall. Ich habe mit dem Überfall nichts zu tun, ich wollte Ihnen nur helfen. Glaubst du denn, das habe ich nicht sofort gemerkt? Deshalb verstehe ich nicht, wieso du abgehauen bist. Ich habe doch einen Job für dich. Und ich denke, dass du dafür der Richtige bist. Ich bin schon seit Monaten auf der Suche nach einem Kerl, der so gut reiten und schießen kann wie du. Denkst du, ich lasse dich jetzt so einfach wieder gehen? Dann müsste ich ja verrückt sein. Hier, sieh dir das mal an. Eine Ankündigung für das Rodeo in Dalton. $5,000 Preisgeld. Oh, nicht schlecht. Eine hübsche Summe Geld. Was habe ich dabei zu tun? Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe den Verdacht, dass es bei den Spielen nicht mit rechten Dingen zugeht. Sie organisieren Rodeos und das Komische ist, dass immer derselbe Mann gewinnt. Hm. Und immer wenn einer besser ist als der, dann fällt er plötzlich tot vom Pferd. Und das bei jeder Veranstaltung. Und Sie denken, das wird beeinflusst? Da bin ich mir sicher. Ich habe schon lange den Verdacht, dass Sie den Sattel mit einer Nadel präparieren, die mit Schlangengift getränkt ist. Und in dem Moment, wo der Reiter in Aktion tritt, wird er von der Nadel gestochen und fällt tot vom Pferd. Wollen Sie, dass ich die richtige Schlange dafür finde? Nein. Ich habe mir gedacht, du meldest dich ganz einfach als Teilnehmer bei diesem Rodeo an. Ich werde natürlich auch da sein, aber nicht offiziell. Und du nimmst Kontakt auf zur Gang. Was ist, Junge? Willst du den Job? Wäre nicht schlecht. Ich kann's ja mal versuchen. Wann fangen wir an? Von mir aus sofort. Einverstanden. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Die Gesetzeshüter sind auf uns aufmerksam geworden. Sie merken, dass bei den Rodeos was nicht stimmt. Wir werden aber trotzdem so vorgehen wie immer, auch hier in Dalton. Danach verschwinden wir, ehe sie was merken. Morgen kommen die Lohngelder mit der Postkutsche. Aber macht nicht den gleichen Fehler wie in Boulder. Du hast recht, Spike. Sie haben schon komisch geguckt bei dieser Geschichte in Boulder. Wann soll's losgehen? Morgen früh. Dolores wird in der Kutsche mitfahren. Sie gibt euch ein Zeichen mit ihrem Taschentuch, aber erst, wenn sie sich sicher ist, dass das Geld auch wirklich da ist. Und dann schlagt ihr zu. Hallo, Ed, alter Junge. Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Das ist John Weston, mein neuer Deputy. Ich bin Ed Brown. Freut mich, Sie kennenzulernen, Sir. Er wird an dem Rodeo in Dalton teilnehmen. Er ist ein sehr guter Reiter und ein noch besserer Schütze. Ich habe eine Frage an dich, Ed. Könntest du uns vielleicht ein Boot leihen? Nur für ein paar Tage. Kriegst es auch wohlbehalten zurück. Okay. Danke dir, Ed. Also, wir müssen weiter. We'll be right back.
Ich habe alles organisiert. Da vorne stehen Pferde für uns bereit. Ah. Und wie soll es jetzt weitergehen, Marshall? Ich werde auf normalem Weg in die Stadt reiten. Und du nimmst den Umweg durch das Tal und kommst von der anderen Seite. Auf diese Weise wird man uns nicht miteinander in Verbindung bringen. Der Weg da vorne führt ins Tal. Alles verstanden? Ja. Oh, guten Morgen, Miss Carter. Freuen Sie sich auch schon auf das Rodeo? Natürlich, ich kann es kaum noch erwarten. Ich werde auch da sein. Vielleicht sehen wir uns. Das will ich doch hoffen. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke, Sir. Oh, bitte, gern geschehen. Entschuldigen Sie, haben Sie etwas dagegen, wenn ich mich neben Sie setze? Nein, hier ist doch Platz genug. Einen Moment, ich werde rücken. Warten Sie. Danke, Sir. Thank you.
Sie sind genau zur richtigen Zeit gekommen, Fremder. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Wollen Sie auch zu dem Rodeo nach Dalton? Ja, da will ich hin. Binden Sie Ihr Pferd hinten an die Kutsche. Wir nehmen Sie mit. Oh, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie uns vor den Banditen gerettet haben, Mr. Weston, ma'am. John Weston. Ich bin aus Utah. Ich bin hier wegen des Rodeos. Ich sah, dass Sie Probleme hatten. Ich war oben auf dem Berg. Und kurz vor dem Angriff gab jemand ein Zeichen mit einem Taschentuch hier aus der Kutsche. Ein Zeichen mit einem Taschentuch? Oh, das war meins. Ich habe die Männer gesehen. Ich wollte Hilfe rufen. Ein ungewöhnlicher Ort hier, um Hilfe zu rufen. Hier ist doch gar niemand. Ich weiß, aber ich sah Sie oben auf dem Hügel. Oh, ja. Wollen Sie auch nach Dalton, ma'am? Ja, ich bin dort geboren. Mein Vater ist dort Richter und gleichzeitig Besitzer einer Bank. Ah. Sie könnten ja vielleicht mal bei ihm vorsprechen. Denn Männer wie Sie kann er immer gut gebrauchen zum Schutz gegen die Banditen. Erzähl, was ist passiert? Wir sind schon wieder überfallen worden, aber diesmal hat uns ein Mann geholfen, John Weston. Er hat sie in die Flucht geschlagen. Er allein gegen 4 Mann. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ohne ihn wären wir verloren gewesen. Wo finde ich einen Mann namens John Weston? Sie suchen John Weston, Sir? Ich glaube, er ist in die Bank gegangen. Danke sehr. Hallo, Mrs. Carter. Schön, Sie zu sehen. Das ist Mr. Weston, der Mann, der uns gerettet hat. Darf ich vorstellen? Mein Vater. Danke für das, was Sie getan haben. Keine Ursache. Ich hoffe doch, Sie bleiben in Dalton. Ja, ich mache hier mit bei dem Rodeo. Ist ja ausgezeichnet. Kommen Sie doch mal in mein Büro, wenn Sie Zeit haben. Ich möchte gern mit Ihnen reden. Das werde ich ganz sicher tun, Sir. Es war nicht meine Schuld, dass es nicht geklappt hat. Wie konnte das passieren, dass 4 Männer sich von einem fertig machen lassen? Er war plötzlich da. Die Jungs hatten überhaupt keine Chance. Er hat alles von dem Hügel beobachtet. Ich will wissen, wer er ist. Kümmere dich um diesen Mistkerl. Hallo, Sir. Junger Mann. Schön, dass Sie gekommen sind. War mir ein Vergnügen. Danke für die Einladung. Hallo. Hallo, Miss Carter. Setzen Sie sich doch. Sie wissen ja sicher, dass ich Richter in dieser Stadt bin. Und das bin ich schon ziemlich lange. Bisher ist immer alles ruhig gewesen, aber in letzter Zeit kommen immer mehr Banditen in die Stadt. Aber keine gewöhnlichen. Sie scheinen organisiert zu sein. Unser Sheriff ist leider machtlos. Sie schrecken vor nichts zurück und im Moment kontrollieren sie sogar die Wettgeschäfte im Rodeo. Die ganze Stadt ist finanziell vom Erfolg dieser Spiele abhängig. Das Rodeo darf kein Desaster für uns werden. Sie befürchten also, dass die Banditen durch ihre Betrügereien die Leute in der Stadt finanziell ruinieren? Ja, es ist genauso, wie ich es sagte. Ich als Richter fühle mich verantwortlich für die Bürger in Dalton. Und bisher waren auch alle immer sehr stolz darauf, dass hier Recht und Ordnung herrschten. Aber das ist leider nicht mehr so und unser jetziger Sheriff ist nicht mehr in der Lage, Recht und Ordnung wiederherzustellen. Was halten Sie davon, wenn Sie den Posten des Sheriffs übernehmen? Das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, ehrt mich sehr, Sir. Aber ich kann leider nicht annehmen. Ich habe andere Pläne. Pläne? Was für Pläne? Wenn das Rodeo vorbei ist, werde ich weiterziehen. Ah, ich verstehe. Schade. Hätte Sie gern als Sheriff gesehen. Tut mir leid, Sir. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Miss Carter, war mir ein Vergnügen. Ich fürchte, das war wohl der falsche Mann. Naja, das sehe ich nicht so. Thank you.
and gentlemen, es ist mir eine große Ehre, das diesjährige Rodeo in Dalton zu eröffnen. In den kommenden Tagen der Freude erhoffen wir uns spannende, aber vor allem faire Spiele. Die Veranstalter wünschen Ihnen alle gute Unterhaltung. Mögen die Besten gewinnen. Sei vorsichtig, Junge. Man denkt daran, da draußen geht es um Leben und Tod. Das ist mir schon klar, Marshall. Aber denken Sie, dass ich einen John Weston davon abhalten muss? Ja, ich habe schon gemerkt, dass du ein verdammter Dickschädel bist. In Führung liegt Jack Jenkins. Als nächstes wollen wir sehen, wer am besten mit dem Lasso umgehen kann. Der erste Teilnehmer ist Jack Bannister. Dieser Mann aus Utah gewinnt eine Runde nach der anderen. Wir müssen was unternehmen. Sonst verdienen wir hier keinen Dollar. Ja, aber nicht das Schlangengift. Wir werden ihm einen Denkzettel verpassen. Du und deine Jungs, ihr werdet in die Hütte gehen und warten auf ihn. Und sie lockt ihn ran. Verpasst ihm eine Abreibung. Dann werden wir ja sehen, ob er morgen noch reiten kann. Ja, gute Idee, Boss. Ich kümmere mich drum. Thank you.
geht's. Los, ich bin fertig. Es gibt's was Neues? Nein. Weißt du, sie werden auch jetzt noch nicht reagieren. Erst wenn du in die Endrunde kommst. Danke. Das aus Ihrem Mund zu hören, freut mich ganz besonders, Miss Carter. Danke. Mein Vater und ich würden Sie gerne zum Essen einladen. Wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn Sie zusagen würden. Kommen Sie? Vater wird doch nicht über Geschäftliches reden. Oh, Mr. West, natürlich. Und ich freue mich so, dass Sie heute gewonnen haben. Mein Bruder ist auch ein berühmter Rodeo-Star. Er möchte Sie gerne treffen. Haben Sie Lust, mit mir zu kommen? Also, ich weiß nicht. Ich, Mag schon. Das ist sie. Ja, also gut, wenn Sie wollen, komme ich mit. Miss Carter, entschuldigen Sie, vielleicht auf ein anderes Mal. Sie kommen. Los, Jungs, geht auf eure Posten. Das ist meine Bruder, Cheyenne Kid. John Weston. Nett, Sie kennenzulernen. Hab schon viel von Ihnen gehört, Weston. Setzen Sie sich, Dolores, hol uns was zu trinken. Ich habe Sie heute beim Rodeo gesehen. Sie sind verdammt gut, muss ich sagen. Was Sie machen, kann sich auch sehen lassen. Ja, bitteschön. Ja, trinken Sie. Nein, vielen Dank, ich trinke nicht. Gut, wie Sie wollen. Auf, dass der Bessere gewinnt, Weston. Ja. Ja, Weston. Morgen ist der große Tag. Aber bedauerlicherweise nicht für Sie, Weston. Verdammt, er ist weg. Er ist euch entwischt. Oh, verdammt. Der Boss wird darüber nicht sehr erfreut sein. Schätze, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Hallo, Sheriff. Ich möchte eine Anzeige machen. Ich bin überfallen worden. Was sind Sie? Eine Bande hat mich in eine Hütte gelockt. Sie haben versucht, mich zusammenzuschlagen. Gott sei Dank konnte ich fliehen. Ach ja, Sie sehen aber nicht so aus, als wenn Sie einen Kampf hinter sich hätten, Mister. Mir kommt es eher so vor, als wenn Sie herausfinden wollen, wie viel Geld in der Bank ist. Sie irren sich, Sheriff. Hey, Weston. Sir? Ich habe das Preisgeld für Sie. Oh. Hey. Eine hübsche Summe Geld haben Sie da liegen. Ja, kann man wohl sagen. $8,000 heute und morgen kommt noch mehr rein. Dann werden $30,000 hier in der Bank sein. $30,000, das ist ein kleines Vermögen, nicht wahr? Mhm. Ich werde Sie nicht aus den Augen lassen, Mister. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, Sheriff. Danke für das Geld, Sir. Oh. Hallo, Miss Carter.
Junge, was ist? Gefallen dir die Mädchen hier im Saloon? Ja, nicht schlecht. Letztlich doch. Als ich in deinem Alter war, war ich um die Zeit schon zweimal oben in den Zimmern. Ich bin nicht so schnell wie du. Und, hast du was rausgefunden? Du bist doch in der Höhle des Löwen gewesen. Ja, nicht mehr viel Zeit. Morgen ist das Finale. Und du bist dabei. Also pass auf. Natürlich. Ihr seid doch wirklich zu nichts zu gebrauchen. Ihr seid so viele gegen einen Mann. Das ist schon das zweite Mal, dass ihr versagt. Was seid ihr doch für Idioten? Hey, Boss. Weston ist gerade reingekommen. Gut, ich kümmere mich um ihn. Was kann ich für Sie tun, Sir? Ich möchte was setzen. Was denn? $1,000 auf John Weston. John Weston, $1,000. Er ist einer von den beiden Favoriten. Das ist richtig. Deswegen setze ich auch so viel. Entschuldigen Sie. Sie sind Weston, richtig? Ja, mein Name ist Barton. Ich bin der Veranstalter des Rodeos. Ich würde gerne mit Ihnen reden. Warum nicht? Ich habe gehört, dass es ein paar Probleme gegeben hat zwischen Ihnen und meinen Jungs. Man hat sie leider verwechselt. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten mit einigen Banditen und es tut mir auf jeden Fall leid. Ich habe einen guten Eindruck von Ihnen, Weston. Aber Sie stehen auf der falschen Seite. Sie werden nicht viel Geld verdienen auf diesem Rodeo. Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich kann es mir denken. Ich weiß, dass Sie der ganz große Mann hier sind im Wettgeschäft und ohne Sie nichts läuft. Hören Sie zu. Es steht 50-50, dass Sie gewinnen. Ich meine, wenn Sie verlieren, haben Sie nichts und wenn Sie gewinnen, lausige $500. Andererseits würde ich Ihnen $2,000 zahlen, wenn Sie morgen verlieren würden. Sie können doch morgen einfach einen schlechten Tag haben, oder nicht? Das kann jedem mal passieren. Aber Sie sind um $2,000 reicher. Kommen Sie, schlagen Sie ein, das ist doch ein sicheres Geschäft. Ja, das hört sich gut an. Freut mich. Ich bin froh, dass Sie das einsehen. Kommen Sie, ich werde Sie mal meinen Jungs vorstellen. Okay. Jungs, Weston arbeitet aber heute für uns. Wir haben uns geeinigt. Weston, das ist Cheyenne Kate. Wir hatten bereits das Vergnügen. Oh, Senor Weston, ich möchte mich entschuldigen für das raue Benehmen meines Bruders. Nehmen Sie an? Ich bin nicht nachtragend. Wissen Sie, es geht um sehr viel Geld und da muss man sich manchmal was einfallen lassen, ne? Also nichts für ungut, Jungs. Ich werde mir mal eins zur Brust nehmen. Ich setze jetzt 2000 auf Weston. 2000 auf Weston, Sir? Sie müssen ja sehr überzeugt sein. Bin ich. Männer, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen Mann wie Weston haben. Meine Nase sagt mir, dass wir ihm nicht trauen können. Wenn er nicht tut, was ich sage, kriegt er die Nadel. Aber egal, was passiert, wir legen ihn sowieso um. Mhm. Na, wie sieht's aus? Sie hatten eine gute Nase, Marshall. Barton ist wirklich der Kopf dieser Betrügerbande. Ich habe das getan, was Sie gesagt haben. Und er hat mir ein gutes Angebot gemacht. Hast du angenommen? Natürlich habe ich das. Er hat mich engagiert und dem Rest der Gang vorgestellt. Ich bin mittendrin. Barton hat mir $2,000 versprochen für den Fall, dass ich absichtlich verliere. Er denkt, dass ich Geld brauche und ist sich deswegen ziemlich sicher, dass ich mich daran halte, was wir vereinbart haben. Dadurch, dass ich jetzt für Barton arbeite, habe ich die Möglichkeit, näher an Sie ranzukommen. Das war doch das Beste, was mir passieren konnte, oder? Na, ich weiß nicht, Junge. Du solltest besser nach wie vor auf der Hut sein. Vergiss nicht, was mit den anderen passiert ist. Die armen Teufel hatten keine Chance. Ich will nicht, dass du der Nächste bist, den es erwischt. Was ist? Hast du deinen Spaß gehabt mit der spanischen Frau? Nein, dazu bin ich leider nicht gekommen. Sie hat mich Cheyenne Kid vorgestellt und ihre Jungs wollten mich verprügeln.
Sie sagte mir, er wäre ihr Bruder. Sie hat mich in die Hütte gelockt und plötzlich tauchten die Banditen auf und wollten mir eins auswischen, aber ich habe es den Burschen gezeigt. Ich habe dich nicht eingestellt, damit du dabei drauf gehst. Weißt du denn, wie das geht mit der Nadel und mit dem Schlangengift? Nein, noch nicht. Aber ich werde es herausfinden. Morgen ist das Bronco-Reiten und dann habe ich die Möglichkeit, ein bisschen rumzuschnüffeln in den Ställen. Da habe ich die Möglichkeit, es herauszufinden. Und ganz nebenbei habe ich auch noch vor, dieses verdammte Rodeo zu gewinnen, Marshall. Junge, ich würde es mir nie verzeihen, wenn dir dabei etwas passieren würde. Ach, wird schon nicht so schlimm sein. Ich schlage vor, wir legen uns aufs Ohr. Das ist eine gute Idee. Ich bin sicher, dass es heute passieren wird. Hast du alles unter Kontrolle? Ich denke schon. Ich weiß ja, wo die Nadel steckt. Ich habe kein gutes Gefühl. Ach, es wird schon gehen. Hast du vielleicht ein bisschen von deinem Schlangengift dafür? Aber natürlich, den habe ich doch immer bei mir. Ja, das weiß ich ja. Hier, nimm das als Nadel. Du willst doch nicht etwa... Jetzt weiß ich, was ich erst mache. Komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir danken unseren Freunden in Cheyenne für diesen fantastischen Auftritt. Doch nun geht es los. Ladies and Gentlemen, der Wettkampf beginnt. Das war sehr gut von Cheyenne Kid.
gleich kommt John Weston und er versucht, diesen Rekord zu brechen. Ich muss unbedingt mal was trinken. Mein Hals ist ganz trocken. Die Luft ist so schade. Ich bin gleich zu mir. Okay, aber bleib nicht zu lange. Ist die beste Gelegenheit, die Bank zu überfahren. Es ist sehr viel Geld im Safe, also macht euch bereit, los. Und diesmal versagt ihr nicht mehr, ist das klar? Also los, macht schon. Habt ihr alles für mich vorbereitet, Jungs? Ja, ist klar, am besten. Na gut, ich werde mich aber trotzdem selbst noch mal davon überzeugen, ob alles okay ist. Ladies and Gentlemen, soeben besteigt John Weston Dynamite. Wir werden sehen, wie er sich auf diesem Pferd hält. Einen Moment noch. Boss, er hat die Nadel rausgezogen. Das heißt, er wird gewinnen und unser Preisgeld ist weg. Wie konnte das nur passieren? Ihr wisst, was zu tun ist. Los, kommt. Was habt ihr vor? Wir holen uns das Geld von der Bank. Bolkens Männer sind in die Stadt geritten, sie wollen die Bank überfallen. Yes.
Ich verstehe nicht, Sheriff. Warum? Bankraub und Mord. Du wirst uns nicht mehr entkommen. Ich habe es doch gewusst von Anfang an, dass du ein Bandit bist. Du kannst mich nicht täuschen. Hören Sie, Sheriff. Hör auf, es nützt nichts. Lassen Sie den Mann los. Das ist mein Deputy. Lass stecken. Was fällt Ihnen ein? Ich werde Sie ganz verhaften. Ruhig, Sheriff. Ich bin Marschall der Vereinigten Staaten. Und dieser Mann arbeitet für mich. Wir haben Barton und seine Bande überführt und nur der Boss ist entkommen. Und das alles nur, weil Sie unsere Arbeit behindern. Gute Arbeit, John. Los, Jungs, bringt ihn weg. Ich frage mich, wie du das gemacht hast. Hier ist das Beweisstück. Damit können Sie die ganze Bande anklagen wegen Mord. Immer wenn jemand besser war, haben Sie die Nadel in den Sattel gesteckt und er fiel tot vom Pferd und es sah aus wie ein Unfall. Das passiert schon mal beim Rodeo. Sie konnten Ihnen nie was nachweisen. Es ist genauso gewesen, wie ich es vermutet habe. Aber ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Junge. Er musste dieses Spiel spielen. Es war die einzige Möglichkeit, diese Bande zu überführen. Na, wenn die Sache so ist, dann werde ich dir noch einmal verzeihen. Könnte es vielleicht sein, dass sich hier irgendetwas anbahnt? Damit könnten Sie durchaus recht haben, Sir. Wir wollen nämlich heiraten. Was sagst du da? Siehst du das auch so? Natürlich, Dad. Schon als ich ihn das erste Mal sah, wusste ich, diesen Mann muss ich heiraten. Und ich krieg immer, was ich will. Nicht wahr? Ja. Na dann, viel Glück, Junge.
Na, mein Sänger.